Meine Freunde, wir reden gar nicht lange rum. Trailer Park, sterben kannst du überall. Abo, Glocke, Like. Mir hilft es auf jeden Fall immens, wenn du mehr davon sehen willst. Goldie, mein Mod, killt mich wahrscheinlich, weil er sagt, ey, mach das alles live, mach das bitte nicht offstream, mach das alles onstream, onstream. Und ich weiß, ja, aber ich habe eine Schedule. Ich weiß, morgen, kleinen Reminder, 15 Uhr startet der Kusavash-Stream, 17 Uhr Red Bull Symphonic mit Kusavash. Wird richtig heiß. Ich bin so krass gespannt darauf. Und jetzt habe ich gedacht, streue ich euch ein kleines Surprise hier rein. Ja? Also wenn du das jetzt auf YouTube sehen wirst, ist für die Leute, die irgendwie schon den ganzen Abend irgendwie am Start sind im Live-Chat und so und denken so, yes. Streue ich noch so zwischen rein. Und wie gesagt, es ist gerade so eine Herzensangelegenheit für mich. Ich liebe euch wirklich. Ihr helft mir gerade wirklich aus einer extrem schweren Zeit so bei mir im Kopf. Und mir macht das Spaß. Das ist ein cooles Hobby. Und ich feiere jeden, der da am Start ist. Und mir wird's wieder warm. Deswegen werden wir gar nicht lang rumschnacken, sondern let's go. Trailerpark, sterben kannst du überall. Und hier gibt's eine kleine Vorgeschichte dazu. Auch hier haben mir Leute auf dem Discord, ist ja die besten Discord, überall, Discord Ace Quad, sage ich nur, haben mir empfohlen, ich sollte mal den einen oder anderen Song auschecken. Und ich war ja schon von Fledermausland. Check das. Oh, so langsam habe ich es drauf, die richtige Ecke zu treffen. Spiel verkehrt. Check auf jeden Fall Fledermausland aus. Und Leute, yeah, schnallt euch an, ja, buckle ab. Weil ich glaube, jetzt wird es rund gehen. Viele haben gesagt im Discord, ja, das. Und der Song ist unter anderem auch gefallen. Und ich habe gesagt, nicht lange rumschnacken. Jetzt bin ich irgendwie schon a minute deep. Und wir legen los. Okay. Ich höre auf. Okay. Zwei Sachen. Ein Riff. Mit Trailer Park? Ich vermute nichts Gutes. Ich glaube, wenn ich jetzt noch irgendwie zu der Zeit, in der ich noch ein bisschen wilder unterwegs gewesen wäre, wenn ihr versteht, was ich meine, wäre das jetzt eskaliert. Ich sehe aber, Punkt 2, Bro, was tut ihr mir an? Jetzt schon, ohne das Ding gesehen zu haben, legit, wahrscheinlich ein Banger, weil Daniel Slotin ist dabei. Und ihr wisst ja, Daniel Slotin von den ganzen zum Beispiel Sunny-Videos und so. Ich feiere den so krass ab. Ich finde den übertriebenst nice. Und ich würde mal sagen, wir cracken uns hier. Das war jetzt echt nicht abgesprochen. Leute, das war jetzt wirklich nicht abgesprochen, ey. Ich wollte gerade sagen, wir cracken uns hier ein alkoholfreies Bier auf und okay, Leute, es eskaliert hier komplett. Ey, das ist Trailerpark-Feeling, oder? Ich würde sagen, einfach Abfahrt. Ey, es war jetzt nicht geplant. Ey. Der Tod ist eine Bitch, ich mache Klingelstreich am Himmelstor. Immer wenn ich Scheiße baue, begleitet mich ein Kinderchor. Julian Zietlow ist auch wieder dabei. Hashtag Rocker Nutrition. Ich finde, das sieht aus wie Julian Zietlow, aber egal. Wir müssen nochmal anfangen, Leute. An die cool your chats. Ich brauche wieder eigentlich ein bisschen, ich brauche Ruhe. Ich wollte sagen, Julian Zietlow. Ich wollte sagen, Daniel Slotin. Mann, Alter. Ich finde die Band sehr, sehr nice. Und ich weiß, irgendwas liegt hier in der Luft, Leute. Was ist denn das heute? Ich glaube, das ist so der Spirit von Trailer Park, der mitschwingt. Geiles Riff, by the way. Würde ich gerne live sehen. Hatten. Der Tod ist eine Bitch, ich mache Klingelstreich am Himmelstor. Immer wenn ich Scheiße baue, begleitet mich ein Kinderchor. Und gute Sex ist für mich Nächstenliebe. Leg mir eine Line, die länger ist als meine Lebenslinie. Auch hier wieder, Alter, ich bin mir so warm, ne? Ich bin hier schon am Abdriften. Ich habe so viel recorded irgendwie auch noch hier und da. Und ich habe gedacht, ich gehe jetzt hier raus und habe die ganze Zeit diesen Bierdings da auf meiner Brille, ey. Es gibt's nicht. Letzte Held auf dieser Erde. Sorry, doch ich such mir lieber selbst aus, wie ich sterbe. Schätz mal, wie viele Schutzengel werde ich noch verprassen. Dicker, ich gönn mir auf Gott sein Nacken. Ey, es ist Sio. Ey, du bist doch Sio, Mann. Ich kenne dich von YouTube. Ist so lustig, dass er Miss Piggy hier abschleppt, ne? Sorry. Lieber selbst aus, wie ich sterbe. Schätz mal, wie viele Schutzengel werde ich noch verprassen. Dicker, ich gönn mir auf Gott seinen Nacken. Halleluja. Die Ärzte sagen Rehab, aber ich sage immer Cheers. No. Der Beutel, den ich täglich rauf, wiegt mehr als Kaderlot. Schau mal meine Nase, kolumbianische Plantage, darin trage ich Okay, wer ist das jetzt? Habe ich den schon mal gehört? Ich weiß es nicht. Ich habe ja Fledermausland gehört, dann musste er ja auch dabei sein, oder? Also hier Sutton, aka Julian Zietlow, kenne ich schon. Ja, ich gönn mir auf Gott seinen Nacken.
zu sagen, Rehab, aber ich sag immer no. Walter White, wer ist es? Der Beutel, den ich täglich rauf, wiegt mehr als Kardalot. Schau mal meine Nase, kolumbianische Plantage. Darin trage ich locker dein Gehalt eines ganzen Jahres. Früher sagten immer alle zu mir, dass ich nicht einmal 30 wert. Heute kommen wild fremde Leute, meinen ich wär ein Heiliger. Scheiße, yeah, Tim Jong Hill, Gustavo Fring und Heisenberg. Meisterwerk, bitch, wenn ich will, rauch ich allein Jamaika leer. Junge, du sitzt immer nur zu Hause am PC. Moment. Ich dachte eben schon die ganze Zeit, ein Skorpion, ey, das geht nicht gut. Ein Skorpion im Drogenlabor. Kennt ihr das? Stromberg, ein Hund im Büro. Ein Skorpion im Drogenlabor. Der Werk ist ja nicht will, auch ist allein Jamaika leer. Junge, du sitzt immer nur zu Hause. Ich habe ja gelernt, das ist Alligator. Und ich weiß nicht, irgendwie hat er hier ein bisschen Bergstoff in der Hand. Er hat einen schönen Helm auf, ja. Der Bart ist wirklich super gezwirbelt. Da kommt auf jeden Fall Festival-Atmosphäre auf. Du sitzt immer nur zu Hause am PC. Ich? Nee, Mann. Ich geh auch raus. Geh doch auch mal raus, nimm Ich weiß nicht. Nicht pre-watch, wenn du jetzt sagst pre-watch, Leute. Ich schwöre es. Ist auch so lustig. Ich brauche eine Ich-schwöre-es-Compilation. Ja, ich habe schon so oft Ich-schwöre-es gesagt. Und in meinem Alltag, wenn du mich so treffen würdest, so, und dann sagen würdest, Anne, lass uns mal ein Cappuccino trinken gehen in der Stadt, in der Ciudad, dann würde ich echt sowas nicht sagen. Ist immer nur zu Hause am PC. Ist es accidentally... Geh doch auch mal raus, nimm LSD. Ist es accidentally einer der lustigsten Reactions? Nee, ich glaube, SSIO, SIO hat es echt noch abgerissen so. Danach Trailer Park, ich glaube, KZ habe ich noch nicht released, aber freu dich schon mal darauf, auf KZ VIP in der Psychiatrie wird auch noch kommen. Falls du Bock drauf hast, schreib es dann noch in den Comments. Am PC. Aber das ist schon ein bisschen geh nice. Geh doch auch mal raus, nimm LSD. Ja, klar, mach dann so. Okay. Sterben kannst du überall. Okay. Morgen überrollt dich ein Fuß. Andere setzen sich den goldenen Schuss. No risk, no fun. Denn sterben kannst du überall. Morgen überrollt dich ein Fuß. Andere setzen sich den goldenen Schuss. No risk, no fun. Okay, das ist ein bisschen YOLO-Style. Ist schon irgendwo was Wahres dran auf der anderen Seite. Wie viele Gegenargumente gibt's, meine Freunde? No risk, no fun. Wie viel ich geballert habe, fragen sie empört. Dicker Coca-Bauern aus Kolumbien tragen mein Merch. Jeden Abend vor dem Schlafen gehen, huldigen sie mir. Jo, wer ist das? Also der erste was hat, ne? So, dann habe ich, der dritte war Alligator. Der zweite in dem Heisenberg-Outfit mit einem Skorpion im Labor, Mann. Das ist keine gute Idee. Keine Ahnung und jetzt auch keine Ahnung. So, ich kenne die echt alle nicht, sorry dafür. Ne? No disrespect oder so, aber es, ich lerne gerne dazu. Aber der Kollege sieht ein bisschen maximal assi aus. Aber ja, auf eine sehr sympathische Art und Weise. Also jetzt wirklich nicht abwertend gemeint, wirklich. Aber so ein bisschen so... Ah, zero fucks given. Aus Kolumbien tragen mein Merch. Jeden Abend vor dem Schlafen gehen, huldigen sie mir, denn mein linkes Nasenloch hat ihrem Dorf eine Schule finanziert. Mein Doktor meinte mal, du landest bald im Paradies, doch heute bin ich reich und habe mehr geballert als er wiegt. Und sie fragen mich täglich, wie ich überlebe. Mann, ich esse glutenfrei und spritze mir. In jeder siebten Hero-Spritze ist der Tod, ich mag den Nervenkitzel, Red Bull Sportler. Stopp. Ich hab das ja eben schon so ein bisschen gecallt, ne? Ich glaube, ich habe eine gute Menschenkenntnis, aber... Nein, nur Spaß beiseite, aber das... er kam schon so angelast in seinem Hohlkreuz. Ey, was ist denn da? Guck mal, hier ein Selfie, in so einem Mirror-Selfie, weißt du? Als Bild auf einem Altar. Ich hab schon... Entschuldigen Sie mir, denn mein linkes Nasenloch hat Ihrem Dorf eine Schule finanziert. Mein Doktor meinte mal, du landest bald im Paradies. Doch heute bin ich reich und habe mehr geballert als er wiegt. Und sie fragen mich täglich, wie ich überlebe. Mann, ich esse glutenfrei und spritze mir. In jeder siebten Hero-Spritze ist der Tod. Ich mag den Nervenkitzel Red. Okay, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es kommen ja immer so, ich habe gelernt, ne, verschiedene Member der Crew kommen so dran. Und ja... Der war schon ganz nice, aber wie gesagt.
wirklich, wie ich überlebe. Mann, ich esse glutenfrei und spritze mir in jeder. Das ist auf jeden Fall konsequent. Ja, ich überlege gerade. Mohn, ich überlege gerade Age, ne? Mohn. So, ist das Poppy Seeds? Ist das glutenfrei? Ich glaube schon, ne? Ist ja nur. Ja. Ist wirklich konsequent. Siebten Hero-Spritze ist der Tod. Ich mag den Nervenkitzel Red Bull. So, sorry, aber hier Alligator, JJG Wipes wieder, Grüße gehen raus, Alligator mit seinem Part. Und wir sehen hier den Typen in einem, ich wollte erst sagen, Fallschirm, aber das sieht so aus wie ein, ach, deswegen Wingsuit. Okay, jetzt macht alles Sinn, weil viele Leute auf meinem Discord haben gesagt, Wingsuit, Wingsuit, der Song. Und ich dachte mir, was? Ah, jetzt macht das vielleicht, ich keine Ahnung, kann auch sein, dass es einen anderen gibt, aber ich glaube, die meinten das hier, die Anspielung. Aber sieht auf jeden Fall vertrauensvoll aus, ne? Ich mag den Nervenkitzel Red Bull Sportklamotten, wenn ich wieder Baerbeck ficke. Früher reichte ein Rotwein gemischt mit Tabletten. Heute Deep Throate ich Türklinken von Disco-Toiletten. Ist nur Rock'n'Roll, der K.O. Tropfen in seinen eigenen Drink tut. Und dann Blindflug mit dem Wingsuit. Langsam machen sich die Drogen zu Crema. Okay, sorry, das war jetzt die dümmste Reaction ever von mir, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, ey. Ich finde, Alligator hat so einen trockenen Humor, das ist auf einem anderen Level. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Freunde, aber ich finde, Alligators Part ist jetzt mit Abstand mein Favorite Part, auf jeden Fall, weil er einfach, ich weiß nicht, dem ist sein Humor, ich kann connecten. Bullsportklamotten, wenn ich wieder Baerbeck ficke. Früher reichte ein Rotwein gemischt mit Tabletten. Heute. Oh. Wollen wir gar nicht in die Richtung gehen. Ich wollte gerade schon sagen, haben wir wahrscheinlich alle schon. Aber das lassen wir jetzt mal bitte. Deep Throate ich Türklinken von Disco-Toiletten. Es ist nur Rock'n'Roll, der K.O. Tropfen in seinen eigenen Drink tut. Und dann Blindflug mit dem Wingsuit. Langsam. Oh. Der Part hat was. Ich weiß nicht. Ich finde, Alligator hat die einzigartige. Das Talent, Hooks zu schreiben oder Songs zu schreiben oder Bars zu schreiben, die einfach echt reingehen. So, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich muss es nochmal hören. Ich muss es nochmal hören. Sorry. Bin frei und spritze mir. In jeder siebten Hero-Spritze ist der Tod. Ich mag den Nervenkitzel Red Bull Sportklamotten, wenn ich wieder Baerbeck ficke. Früher reichte ein Rotwein gemischt mit Tabletten. Heute Deep Throate ich Türklinken von Disco-Toiletten. Es ist nur Rock'n'Roll, der K.O. Tropfen in seinen eigenen Drink tut. Und dann Blindflug mit dem Wingsuit. Langsam machen sich Chemodrogen zu Krematorium. Asche, ich renne gleich durch Saudi-Arabien mit Regenbogenflagge. Junge, du sitzt immer nur zu Hause am PC. Geh doch auch mal raus, nimm LSD. Wow. Okay. Sterben kannst du überall. Morgen überrollt dich ein Bus, andere setzen sich den goldenen Schuss. No risk, no fun, denn sterben kannst du überall. Morgen überrollt dich ein Bus, andere setzen sich den goldenen Schuss. No risk, no fun, denn jeder hat ein Talent. Holy shit, kommt das eine Bridge? Ich finde es so krass, bei Trailer Park erkennt man so eine Bandstruktur, also so eine, ich meine eine Songstruktur, wie du es eigentlich nur aus anderen Genres kennst. Ich weiß nicht, inwiefern da so die Historie der Band oder also ne, der Gruppe, der Crew, wie auch immer, so eine Rolle spielt, aber ich finde, man hat schon so das Gefühl, dass die irgendwie so live-affin sind, ne? Also die machen schon wirklich so. Die bringen Struktur rein, die bringen Ordnung rein. Also wenn alles irgendwie bei denen komplett chaotisch erscheint, im Song sind die mega strukturiert. Den goldenen Schuss, no risk, no fun, denn jeder hat ein Talent. Sie sagen, er kann gut mit Drogen, 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 er kann, jeder hat ein Talent. Sie sagen, er kann gut mit Drogen, er kann gut mit Drogen, er kann gut vom Hobby zum Beruf zum Boden. Sterben kannst du überall. Morgen überrollt dich ein Bus, andere setzen sich den goldenen Schuss. No risk, no fun, denn sterben kannst du überall. Morgen überrollt dich ein Bus. Andere setzen sich den goldenen Schuss. No risk, no fun. VIP, ey, das hat mir richtig gut gefallen. Trailer Park und sterben kannst du überall, meine Freunde. Oh Mann, das hat einen Vibe, das Ding. Trailer Park. TPL, TP4L,
Trailer Park 4 Life. Ey, ich muss ganz kurz mal einblenden. Ich habe ja gesagt, ne, wo war ich denn, meine Freunde, wo war ich denn? Wenn ich das hier schon einblende und sehe hier die Tour-Dates, Mannheim, ne? Home City, Maimarkthalle, 18. Wo war ich denn 18? Was habe ich denn 18 gemacht? Oh, nicht dran denken. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich war wirklich unterm Stein begraben. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist so krass, weil ich habe mir gerade gedacht, wie gut ist das denn? Wie lustig ist es, wie spaßig ist es? Und ich denke mir, Mann, nein. Andi kommt wirklich spät zur Party, wortwörtlich, wenn es sie jetzt nicht mehr gibt, wenn die aufgelöst sind. Aber wie gesagt, ich finde Alligator finde ich cool, ich finde die anderen auch cool. Klärt mich auf, wer die einzelnen Crewmember sind. Ich möchte gerne dazulernen. Schreib mir doch mal in die Comments, was dein Favorite Trailer Park Song ist und auf den ich auch reacten kann, soll ich dazu sagen. Weil es gibt vielleicht die einen oder anderen Sachen, kann ich auf YouTube nicht zeigen. Einen gab es nämlich schon. Da habe ich gedacht, machst du nicht. Könnte schwierig werden. Entgleisung. Meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Haut rein.